Die Dinger sind uralt. Was glaubst du, was der Haufen wert ist? Davon kann man piekfein einen eigenen Laden aufmachen. Muss man solche Funde auch nicht abliefern? Glaubst du vielleicht, der im Boot hätte das abgeliefert? Die alten Vasen können meinetwegen ins Museum. Aber den Kasten hier, den reißen wir uns unter den Nagel. Was meinst du, woran der gestorben ist? Taucherkrankheit wahrscheinlich. Wenn man zu plötzlich aus großen Tiefen auftaucht, dann kann man hops gehen. Und was machst du nun mit der Kiste? Wo willst du die hinbringen? Die lege ich hier irgendwo sicher. Was soll ich denn noch machen? Nun werd auch nicht gleich hysterisch. Und pflanz deinen dicken Hintern vor allen Dingen nicht direkt auf die Kassette. Geh am Strand ein Stück weiter hoch und lass die Stelle nicht aus den Augen. Du sollst die Stelle nicht aus den Augen lassen. Ja, ja, ich komme so schnell wie möglich rübergeflogen. Ich habe einen Interessenten für die Dinger. Vielleicht. Ich habe einen. Wir werden von Sizilien aus mit dem Motorboot übersetzen und dann die Ware ohne Scherereien ausführen, klar? Gut, ich rufe dich morgen früh wieder an. Ja. Tschüss, Vera, halt die Ohren steif. Und vor allem pass auf, ja?